Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Güstrow TV. Gerade in der warmen Jahreszeit wird ja gern das Bild gezeichnet von der Familie, die sich in der Kleingartenanlage erholt. Obendrein hat sie dann noch frisches Gemüse und Obst vor Ort. Aber das Bild hat Risse, beziehungsweise die Kleingärtner haben einige Sorgen. Davon, aber auch von Ehrungen und Auszeichnungen war die Rede am Tag des Kreisverbandes der Gartenfreunde. Und davon handelt unser erster Bericht. Auszeichnungen und Ehrungen am Tag des Kreisverbandes der Gartenfreunde Region Güstrow. Der Sieg im diesjährigen Wettbewerb um die beste Gartenanlage ging an die Gartenfreunde der Anlage Fortschritt. Vereinsvorsitzender Horst Arndt und Chronist Rudi Schröder nahmen Urkunde, Ehrenteller und Prämie aus den Händen des Kreisvorsitzenden Reinhard Melzer entgegen. Den zweiten Platz belegte Uns Hüsung aus Teterow vor Recknitztal aus Kronskamp. Die beiden Güstrower Anlagen Nordkristall und Am Tannenhof teilten sich punktgleich den vierten Platz. Bewertet worden waren Gartenanlagen mit maximal 75 Parzellen. Im nächsten Jahr sind wieder die größeren Anlagen an der Reihe. Die Kleingartenanlage Fortschritt ist etwa 2,5 Hektar groß und wird gegenwärtig von 42 Kleingärtnern bewirtschaftet. Auf frei gewordenen Parzellen haben die Gartenfreunde ein Vereinshaus gebaut, einen Kinderspielplatz angelegt und Stellflächen geschaffen. Brachliegende Gärten werden von den Nachbarn und der Gemeinschaft in Arbeitseinsätzen mitgepflegt, um keine Verwilderung zuzulassen. Besonders stolz sind die Wettbewerbssieger, dass sich in letzter Zeit junge Familien mit Kindern in einen Garten bei Fortschritt zugelegt haben. Der demografische Wandel, die zunehmende Überalterung des Verbandes und damit verbundener Leerstand in den Anlagen sind nur einige Probleme, die Reinhard Melzer auf der Zusammenkunft ansprach. Ja, das sind ein Haufen Probleme. Nicht nur, dass die Pacht erhöht wird. Energiekosten sind erhöht worden, 2013 jetzt. Auch die Wasserpreise sind erhöht worden. Und es geht weiter mit Boden- und Abwasserverband hier. Ne? Die Gemeinden versuchen, wie gesagt, der Bürgermeister hat es auch versucht, hier in Güstrow die Pacht zu erhöhen. Da haben wir gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Ne? Hat er eingesehen auch. Ja, und dann eben, wie ist das Problem, Leerstand. Ne? Dass wenn ich sehe, dass in Kopkenberg immer noch nur 15 Parzellen belegt sind und 35 leere Parzellen, obwohl wir geräumt haben damals mit Till Backhaus zusammen. Zum Kreisverband der Gartenfreunde Region Güstrow gehören derzeit 69 Anlagen mit 3.750 Gärten. Die größte Anlage mit 202 Gärten bewirtschaftet der Verein Zufriedenheit. Die kleinste mit 5 Kleingärten ist die Anlage am Mühlenberg. Insgesamt stehen im Verbandsgebiet ca. 850 Gärten leer. Pro Jahr kommen ca. 50 Gärten dazu. Eine Lösung des Problems ist der von Reinhard Melzer angesprochene Rückbau von Anlagen. Doch da belaufen sich die Kosten auf ca. 2.000 bis 5.000 Euro pro Garten. Das ist ohne Fördermittel nicht zu leisten. Der Kreisverband will nach dem Sommer ein Rückbaukonzept beim Landwirtschaftsministerium einreichen. Das ist Voraussetzung für Fördergelder. Während des Tages des Kreisverbandes wurde auch die Frage diskutiert, ob das aus dem Jahr 1983 stammende Bundeskleingartengesetz noch zeitgemäß ist oder ob es geändert werden sollte. Man kann das nicht ändern. Wenn wir das ändern und aufschnüren, dann trifft das zu, was der VDGN schon fordert seit vielen Jahren, dass die Pacht freigegeben wird, dass man drin wohnen darf in der Gartenlaube. Alles das, was das Bundeskleingartengesetz verbietet, keine Eindrittelbewirtschaftung mehr gefordert wird, das ist überholt, so schreibt der VDGB. Und das sagen auch viele Kleingärtner bei uns und das halte ich nicht für richtig. Horst Arndt, seit 35 Jahren Vorsitzender einer Kleingartenanlage und Kreisfachberater, vertritt dazu eine etwas andere Meinung. Generell nein, aber trotzdem bestimmte Passagen müsste man nachbessern. Man kann nicht was festlegen und auf Jahrzehnte das festgeschrieben bringen. Man muss auch sehen, die Entwicklung zwischen der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Kultur und so weiter. Und da muss man sich ein bisschen anpassen. Auch unter dem Bundeskleingartengesetz. Das ist meine Meinung, das verstehe ich auch. Und ich habe auch gesagt in der Beratung, man muss jungen Leuten die Gelegenheit geben, mit kleinen Kindern den Garten anders zu gestalten als mit Älteren. Durch Aktivitäten wie Gartenfeste, Herbst- und Osterfeuer, Produktschauen oder die Gewinnung von Kitas oder Schulen als Partner versuchen die Kleingärtner, auf ihr Hobby aufmerksam zu machen. Sie hegen die Hoffnung, dass insbesondere junge Familien den Wert eines Gartens für eine interessante und vielseitige Freizeitgestaltung entdecken. Zu einer Spendenaktion rufen die Güstrower Platznacker und Spalerstädter auf. Worum es geht, erläutert Dieter Kölpin im Interview.
Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Herr Kölpin, in einem Jahr, ganz genau gesagt am 3. Juli 2014, feiern wir die 200. Wiederkehr des Geburtstags des niederdeutschen Dichters John Brinkmann. Aus diesem Anlass haben die Güstrower Platznacker, die ja in der John Brinkmann Gesellschaft sind, zu einer Spendenaktion aufgerufen. Gebraucht werden 2000 Euro. Wofür? Als ich bei einer sich bietenden Gelegenheit den Friedhof betrachtete, fiel mir in großer Erschütterung die verwahrloste Grabanlage von John Brinkmann auf. Es ist einfach Tatsache, dass mit den normalen pflegerischen Arbeiten an dieser Grabanlage nicht all das bewegt werden kann, was erforderlich ist, um so eine Grabanlage zu einem 200. Geburtstag würdig herzurichten. Deshalb wollen wir sammeln. Wir blenden die Kontonummer und die Bankleitzahl ein, unter der gespendet werden kann. Wofür genau ist denn das Geld bestimmt? An der Grabanlage sind umfangreiche Arbeiten zu leisten. Und zwar ist die gesamte Bepflanzung zu erneuern und vor allen Dingen die Grabsteine seiner Familienangehörigen und des Grabes, seines Grabes selber sind durch einen Fachmann herzurichten. Und dazu haben wir entsprechende Angebote eingeholt. Die liegen vor. Die Summe, die wir nannten, 2000 Euro, wird sich etwa zur Hälfte auf die Herrichtung der Grabsteine und zur anderen Hälfte auf die Bepflanzung handeln. Aber gehört nicht die Grabanlage zu den sogenannten Ehrengräbern in der Stadt Güstrow? Mit anderen Worten, zuständig wäre doch eigentlich die Balerstadt. Ja, sicher ist die Stadt zuständig und sie fühlt sich auch zuständig. Durch eine Zuschussung der Pflegearbeiten im gesamten Jahr wird die Pflege weitestgehend gesichert. Aber bei dieser Arbeit handelt es sich um eine besondere Arbeit, die eben die Gesamtanlage ins Auge fasst. Die Grabanlage steht nicht nur als Ehrengrab der Stadt Güstrow an, sondern es ist auch eine Einrichtung, ein Denkmal auf der Landesdenkmalliste. Insofern ist also die Grabanlage auch ein Ereignis über Güstrow hinaus. Sagen sollte man vielleicht auch noch, dass die Brinkmann-Gymnasiasten eigentlich auch Jahr für Jahr Pflegearbeiten geleistet haben. Die Brinkmann-Gymnasiasten haben insbesondere zum 150. Jubiläum umfangreiche Tätigkeiten zur Herrichtung der Grabanlage geleistet. Aber jetzt ist die Anlage nur von Fachleuten noch herzurichten, weil es sind gewaltige Aufwendungen zu betreiben. Die Brinkmann-Schüler, die werden vielleicht so freundlich sein und uns bei der Sammlung unterstützen. Was haben sich die Güstrower Platznacker im Vorfeld der Brinkmann-Ehrung denn noch alles vorgenommen? Obwohl die Güstrower Platznacker in der John-Brinkmann-Gesellschaft die stärkste Gruppierung sind, wollen wir uns ganz eigentlich auf die Herrichtung der Grabanlage orientieren und darum bemühen wir uns intensiv. Die anderen Aufgaben werden uns sicherlich in anderer Form noch auf die Füße fallen. Herr Kölpin, Sie sind ja nicht nur Platznacker, sondern auch ein sehr aktiver Heimatforscher. Gemeinsam mit Gernot Müller haben Sie schon unheimlich viele Themen bearbeitet und auch publiziert. Woran arbeiten Sie denn gerade? Gegenwärtig sind wir dabei, all die bearbeiteten Themen so zu ordnen, dass sie auf einer vernünftig geführten Webseite ein Anschauungsbild geben von dem, was wir über 13, 14 Jahre für die Stadtgeschichte geschrieben haben. Und das ist sehr aufwendig, wenn man bedenkt, dass man als 75-Jähriger ja nun nicht mehr mit den eigentlichen Dingen der Webseitengestaltung vertraut ist. Herr Kölpin, dann wünsche ich Ihnen dazu viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Erfolg bei der Sammlung zum Brinkmann-Jubiläum und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch herzlich. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Gerade in der Urlaubs- und Ferienzeit ist Blutspenden so wichtig. Einerseits wird in den Krankenhäusern und Kliniken mehr von dem lebenserhaltenden Saft gebraucht. Andererseits sind viele Spender gerade über den Sommer in Urlaub. Da war der erste Güstrower Blutspendemarathon eine wirklich gute Idee. Und damit beginnen auch unsere Nachrichten. Als Erfolg auf der ganzen Linie erwies sich der erste Blutspendemarathon des DRK-Kreisverbandes Güstrow. Auf etwa 42,5 Liter gespendetes Blut hatten die Organisatoren in Anlehnung an die Marathonstrecke gehofft. Tatsächlich waren am Ende des Tages 82 Liter des lebensnotwendigen Saftes zusammengekommen.
Den ganzen Tag über riss die lange Schlange der Spendenwilligen nicht ab. Insgesamt konnten die Helfer 190 Spendenwillige registrieren, darunter 34 Neuspender. Zu den ersten Spendern gehörten Holger Becker vom DRK-Kreisverband Güstrow und Antenne-MV-Moderator Thorsten Dück. Die beiden moderierten den Tag über durch ein buntes Familienprogramm auf dem Gelände der ehemaligen Viehhalle. Da gab es Modenschauen, Tanzvorführungen und eine Versteigerung, deren Erlös den Opfern der Hochwasserkatastrophe zur Verfügung gestellt wurde. Auch die Kinder fanden ein reichhaltiges Beschäftigungsprogramm vor, während Mama und Papa Blutspenden gingen. Blut wird immer gebraucht. Deshalb sind auch immer wieder Neuspender gefragt. Der Fachmann gibt ihnen einige Ratschläge. Wichtig ist, dass man sich nicht verrückt machen lässt, weil man ja nicht weiß, was einem passiert. Es passiert gar nichts. Zum Zweiten sollte man vernünftig gefrühstückt haben, ausreichend getrunken haben und gar nicht ans Blutspenden denken. Einfach herkommen und sich hinlegen und sich überraschen lassen, was hier passiert. Und dann läuft das auch gut ab. Ein zeitgleich zu Güstrow veranstalteter Blutspendenmarathon des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan erbrachte 46,5 Liter gespendetes Blut. 15 Teilnehmerinnen eines vom Bilse-Institut organisierten Kurses Weiterbildung für medizinische Schreibkräfte erhielten ihre Zertifikate aus den Händen von Sektionsleiter Uwe Kranz. Hinter den Frauen lagen 6 Monate Theorie und 1 Monat praktische Arbeit. Gepaukt werden mussten unter anderem Korrespondenz auf Deutsch, EDV und medizinische Dokumentation. Uwe Kranz schätzte die Jobchancen nach dem Lehrgang als außerordentlich gut ein. In den bisherigen 3 Kursen habe die Vermittlungsquote in ein festes Arbeitsverhältnis bei über 90% gelegen. Hoffnung auf einen Arbeitsplatz macht sich auch Sandra Hinkeltein, die Lehrgangsbeste. Also gelernt habe ich Kauffrau für Bürokommunikation und zwar hier in Güstrow-Bockhorst 3 Jahre lang. Und viel Erfolg hatte ich damit nicht. Ich habe mit McDonald's angefangen, dann eine Callcenter-Karriere hingelegt, jahrelang. Und letztendlich hat das Jobcenter sich doch bereit erklärt, mich hierhin zu vermitteln. Und das fand ich auch ganz toll. Also ich habe gemerkt, dass ich dadurch nochmal eine Chance habe, da mir das Medizinische auch vom Interesse her sehr liegt. Und also das halbe Jahr, die 7 Monate hier waren sehr entspannt. Also ich bin sehr froh, dass ich hier mitmachen konnte. Ich denke, dass ich jetzt noch mal eine Chance habe, auf dem Arbeitsmarkt außer Callcenter noch was zu finden, was mir auch Spaß macht und was ich kann. Bei der Ausgabe der Zertifikate waren auch Vertreter der Firma ABC Office 24 anwesend. Das ist ein medizinischer Schreibservice, der in Waren ansässig ist und Außenstellen in Güstrow und Rostock vorhält. Zurzeit sind in der Firma 70 festangestellte Mitarbeiterinnen tätig. Aus dem Kreis der Lehrgangsteilnehmer sollten weitere 6 gewonnen werden. Der nächste Kursus zur Weiterbildung medizinischer Schreibkräfte beginnt bei der Bilse am 15. Juli. Einen Scheck über 500 Euro übergaben Jürgen Schmidt und Stefanie Böhm von der Wohnungsgesellschaft Güstrow an Karin Larisch von der Villa Kunterbündnis. Bestimmt ist das Geld zur Ausgestaltung des von der Villa angebotenen Ferienprogramms. Wir finden es ganz toll, was Frau Larisch hier aufgebaut hat. Für die Kinder unserer Stadt, für die Kinder unserer Mieter und unterstützen das gerne und hoffen, dass die Kinder, die bei Frau Larisch ihre Ferien verbringen, eine schöne Zeit haben. Karin Larisch, die Villa Kunterbündnis seit über einem Jahr leitet, brauchte nicht lange zu überlegen, wie sie die Spende einsetzt. Das Geld wird zur Unterstützung von Eltern eingesetzt, die sich die Feriengestaltung nicht leisten können, weil sie keine staatliche Unterstützung bekommen wie andere Eltern und auch nicht ausreichend Geld verdienen, gerade Alleinerziehende, die Vollzeit tätig sind. In den 6 Ferienwochen stehen in der Villa 6 Themen auf dem Programm. So erkunden die Kinder während einer Woche die Stadt, lernen die Projekte von Wasser in Güstrow kennen oder begeben sich auf die Spuren des Mittelalters. Da sollen dann auch Burgen gebaut sowie Kostüme für Burgfräuleins und Ritterrüstungen angefertigt werden. Eine Theaterwerkstatt beschließt das Programm in der 6. Woche. Betreut werden die Kinder in der Villa Kunterbündnis von 7 bis 20 Uhr. Die Ferienthemen werden jeweils zwischen 9 und 17 Uhr angeboten. Zum Besuch des Kunsthandwerkermarktes wird am Mittwoch, dem 3. Juli ab 10 Uhr auf den Marktplatz eingeladen. Wer ein individuelles oder originelles Geschenk sucht, wird bestimmt fündig bei den Malern, bei Textil- und Holzgestaltern oder bei den Keramikern. Und Sie werden vielleicht jetzt auch fündig bei einem meiner 3 Tipps. Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Den Film Nachtzug nach Lissabon zeigt der Güstrower Filmclub am Dienstag, dem 2. Juli um 20.15 Uhr im Kunsthaus.
In der bildstarken Bestseller-Verfilmung wird von einem verstaubten Schweizer Lateinlehrer erzählt, der durch das Zugticket einer jungen Portugiesin den Widerstand gegen die Salazar-Diktatur und ungeahnte Leidenschaften entdeckt. Zum beliebten Wandelkonzert von der Pfarrkirche zum Dom wird am Dienstag, dem 2. Juli um 19.30 Uhr eingeladen. Start ist in der Pfarrkirche. Die Orgeln stellen Angelika und Martin Ose vor. Bei Tee und Gebäck gibt es viele Gelegenheiten zum Gespräch. Museumserkundung einmal anders heißt es am Mittwoch, dem 3. Juli um 10 Uhr in Barlachs Atelierhaus. Unter dem Motto Blick hinter die Kulissen können die aktuelle Ausstellung sowie die Bibliothek und die Archive der Stiftung erkundet werden. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und vielleicht auch das nächste Mal, wenn wir von einem Sommerfest berichten, das die Gartenfreunde der Anlage Sonnenschein gemeinsam mit den demenzkranken Bewohnern vom Haus Lindeneck gefeiert haben. Ja, und wenn Sie mögen, bleiben Sie noch am Apparat. Zu jeder halben Stunde zeigen wir Ihnen einige Bilder vom Stadtfest. Vielleicht erkennen Sie sich wieder. Ich sage für heute Tschüss und machen Sie es gut. Das Wochenendwetter heiter bis wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder zum Wochenendwetter bei Güstrow TV heiter bis ... Es ist die Siebenschläferwoche. Tja, und wo geht's tendenziell hin? Bergauf, bergab? Wir wissen es noch nicht und auch die nächsten Tage werden keine richtige Antwort darauf geben können. Denn das Wochenendwetter bleibt wieder der berühmte Mix, den ich ja schon seit Wochen ansage. Wolken, Felder und Sonne immer wieder mal dies, mal das. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad. Wir haben 5 bis 7 Stunden Sonne. Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40%. Es sind wieder am Nachmittag die berühmten Schauer möglich. Die Nachtwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung. Ja, Sonntag dann. Regenwahrscheinlichkeit runter, aber Temperaturen und Sonnenstunden rauf. Wir haben bis zu 9 Stunden Sonne, Regenwahrscheinlichkeit bei 30%. Die Temperaturen, Höchstwerte bei 22 Grad, immerhin. Die Nachtwerte steigen auch auf 12, also Tendenz ja doch ein bisschen nach oben. Und ob nun Siebenschläfer oder nicht, ich kann auch schlafen, ich gehe in den Urlaub, also 7 Mal länger schlafen, passt ja auch zum Siebenschläfer. Bis zum nächsten Mal, tschüss, auf Wiedersehen.